Es ist 19 Uhr und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier zu Gast bei Hyundai Markets und zwar bei einer Fragestunde. Mein Name ist Rüdiger Born und Sie dürfen mich jetzt 60 Minuten lang löchern mit Ihren Fragen zum Thema Traden. Wenn Ihnen gar nichts einfällt, dann habe ich Fragen an Sie. Keine Sorge, die müssen Sie nicht beantworten. Das würde ich dann auch für Sie tun. Also keine Sorge in diesem Fall. Aber bevor ich mir hier schon den Mund fusselig rede, die erste Frage an Sie, nämlich können Sie die Folie sehen hier vorne mit Fragestunde und zweitens können Sie mich hören, also zumindest meine Stimme, das wäre schon mal nicht so schlecht. Ganz lieben Dank, übrigens wunderbar, also ich kriege schon positives Feedback, nutzen Sie das Ganze, jetzt haben Sie ja schon mal einmal üben dürfen, wie das hier mit der Eingabe geht, wie immer der Hinweis zu Beginn, Sie dürfen mir alles Mögliche hier reintippen, das dürfen auch mal Kommentare sein, ich freue mich da immer sehr über vieles, was ich da geschrieben bekomme von Ihnen, auch wenn es manchmal off-topic ist, freue ich mich da sehr, sehr drüber, aber heute insbesondere sind Sie ja der Star, nämlich Sie dürfen Fragen stellen. Das darf sein, dass Sie einen bestimmten Titel sehen wollen, dass Sie einen bestimmten Ansatz erklärt haben wollen, dass Sie über Risiko, über Money Management, über alles Mögliche. Sie dürfen fragen, was Sie wollen. Es sollte mit dem Markt zu tun haben. Also Fragen geht immer. Und dann gucke ich mal, welche davon besonders interessant ist, welche vielleicht eine große Masse interessieren kann. Und dann gehen wir die mal durch. Also, aber bevor Sie dürfen schon mal ein bisschen was an Fragen hier vorbereiten. Währenddessen gehe ich, Sie kennen das, ganz kurz hier zwei Folien durch, zwei, drei, bis wir dann soweit sind. Einerseits zu meiner Person, also der Kauz da auf dem Bild, das bin ich. Ich bin selber bei Hyundai Markets nicht angestellt. Das heißt, alles, was ich Ihnen heute Abend erzähle, das ist mein Gutdünken. Das hat also nicht notwendigerweise was mit der Firmenmeinung zu tun, sondern das ist meine persönliche Händlermeinung. Ich bin seit über 20 Jahren aktiv im Handel, Intraday alleine, schon noch länger End-of-Day. Mit jeder Menge Erfahrung, teilweise sehr schlechter, aber die zahlt sich irgendwann ja auch aus, aber auch eben mit guter Erfahrung und das will ich Ihnen gerne weitergeben. Dann noch wichtig, wenn wir vielleicht gleich auf den einen oder anderen Chart gucken, ich habe ja schon gesehen, da kamen hier zwei, drei Fragen eben dazu ein, an. Das, was wir hier angucken, ich könnte im Interessenskonflikt stehen, weil ich ja selber Händler bin in der Vermögensverwaltung hier oder einer meiner eigenen Händler hier vielleicht eine Position eingegangen ist, dass ich Ihnen die hier als brandheiß und ganz toll verkaufe. Also dieser Interessenskonflikt kann bestehen. Deshalb nehmen Sie alles nochmal mit Vorsicht, was ich Ihnen hier andrehen mag und gucken Sie mal, ob das wirklich für Ihren Gusto auch wirklich passt und für Ihren Trading-Stil und für Ihr Kapital und so weiter. Also Sie kennen die alten Regeln. Ich versuche es immer einigermaßen neutral darzustellen, aber ich könnte befangen sein. Also glauben Sie mir nichts, auch wenn ich hier auf dem Bild als Schlipsträger bin. Glauben Sie mir, ich sitze jetzt hier im Pullover. Also insofern heute nicht ganz so förmlich heute Abend. Ansonsten, das meiste von dem sehen Sie, aber eine Sache ist mir immer noch wichtig und das ist hier bei Trading und Research. Hier sehen Sie, dass ich verschiedene Märkte angucke, also auch die Einladung an Sie, wenn ich hier was an ein, zwei Beispielen mal erkläre, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne, aber Sie dürfen dieses Know-how natürlich eins zu eins übertragen, auch auf andere Märkte. Also machen Sie das gerne dann auf Ihrem Lieblingsmarkt dann fest. Das Prinzip sollte ziemlich das gleiche sein. Das ähnlich gilt es eben auch für die Zeitebenen. Es ist fast egal, ob Sie auf Minutenbasis, naja, Minute ist immer ein bisschen kritisch von der Umsetzung, aber ob Sie im 5-Minuten-Chart unterwegs sind oder auf Tagesbasis oder sich für irgendeinen anderen Zeitrahmen entschieden haben, das Grundprinzip bleibt im Wesentlichen immer das gleiche. Und wenn Sie es einmal verstanden haben, dann können Sie es auch relativ leicht übertragen. So. Dann haben wir hier die Standardfolie, ich habe sie ja schon öfter mal gebracht, aber ich mag es gerne bringen und eigentlich müsste ich sie jetzt nochmal erweitern, ich mache es jetzt mal mündlich, da kamen jetzt auch schon zwei, drei Fragen dazu. Im Krisenfall hier mit dem Schweizer Franken sind, so wurde mir versichert und ich mag dem gerne Glauben schenken und soweit ich das nachvollziehen konnte, habe ich also auch keine negativen Feedbacks bekommen dazu. Also, die Kunden, die bei Hyundai Markets waren, die sind da alle ungeschoren davon geblieben.
oder davon ungeschoren geblieben, oder wie will man es auch immer sagen. Sie wissen, was ich meine. Also, die haben nicht darunter leiden müssen. Das heißt also, dass es durchaus ein Broker ist, der scheinbar nicht nur hier einer der beliebtesten Broker ist, so steht es hier irgendwo, und der einen tollen Service hat, sondern eben auch der die Sicherheit der Kundengelder durchaus groß schreibt. Und das mag ja wichtig sein, wie wir jetzt ja auch in den Medien entnehmen konnten, hat der ein oder andere da ganz arg drunter leiden müssen oder aber auch tatsächlich schließen müssen. Also insofern scheint das hier alles wunderbar zu sein. Löchern Sie das Team von Ayondo natürlich gerne mit Fragen zum Thema Ayondo. Das kann niemand besser beantworten als natürlich einer, der dort arbeitet. Ich kann die Interna, da weiß ich wahrscheinlich genauso wenig wie Sie. Insofern müssten Sie da dann gegebenenfalls mit dem Team dort Kontakt aufnehmen. So, wir wollen mal gucken. Einmal noch ganz kurz, das machen wir immer front up. Vorschau auf die nächsten Wochen. Nächste Woche am Dienstag, na Quatsch, am Montag. Dienstag sage ich deshalb, weil es der zweite ist. Nein, das ist natürlich der Montag. Da bin ich im Flieger unterwegs. Da werden wir nicht zusammenkommen können. Aber am 9. treffen wir uns sehr gerne wieder, wenn Sie wollen, dann wieder mit Blick auf den aktuellen Chart. Am 23. Februar werden wir uns dann wiedersehen. Also nochmal wieder eine Woche überspringen. Und da werden wir dann uns wieder am Live-Chart dann gerne zusammensetzen und uns da Sachen angucken. Wünschen dürfen Sie sich immer auch da was, gar keine Frage. Insbesondere Sachen, die jetzt ganz speziell dann auf den Chart dann bezogen sind, werde ich heute auch mal zwischendurch Fragen beantworten möchte, die nicht nur am Chart sind, auch wenn ich zwischendurch ein paar Charts bringen will. So, und deshalb habe ich hier auch eine weiße Folie schon vorbereitet, damit ich hier gleich ganz wild malen kann. Aber jetzt lassen Sie mich mal die Fragen ein bisschen überfliegen und dann gucken wir mal, mit was wir gerade anfangen. So, zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine sehr interessante Frage. Ich lese erstmal die Frage vor. Wenn Welle C kürzer ist als die A-Korrekturwelle und über A endet, ist das immer ein bullisches Zeichen? So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Also, ich gehe mal von folgender Situation aus. Notfalls mich korrigieren hier. Wir haben einen Anstieg. Sie erinnern sich, sowas mag ich ja mal gerne, so eine erste Dynamik. Und anschließend habe ich am liebsten eine Bewegung, die so aussieht. Ja, und danach natürlich so. Das ist ja immer das Schicke und das könnte man dann mit A, ach Gott, das sieht nicht so schön aus, aber Sie wissen, was ich meine, B und C bezeichnen. Und Sie erinnern sich, dann wäre ja idealerweise die Bewegung nach oben fortzusetzen. Das ist nicht immer so. Ich habe jetzt heute zum Beispiel einmal oder zweimal sogar den Fall gehabt, da ist es nicht so weit gekommen, aber das passiert eben. Im Schnitt funktioniert das ganz gut, aber im Einzelfall kann das durchaus auch mal nicht funktionieren. Triggermäßig könnte man hier die Trendkanäle benutzen. Sie erinnern sich daran, unter Umständen hier einen sehr nahen Trigger durch eine Kerzenformation und so weiter. Das ist ja mein Standardprozedere. So, und jetzt gehe ich mal davon aus, jetzt radieren wir mal hier ein bisschen was weg, was wir nicht brauchen. Jetzt, was wäre, wenn die C-Welle schwupp nur bis hierhin geht? Beispielsweise, ich sage das jetzt mal bis hierhin. Dann ist das natürlich, oder die Frage war, ist es dann ein bullisches Zeichen? Das Problem ist, wann wissen Sie denn, dass es eine C-Welle ist? Naja, gut, wenn der Kurs jetzt hier drüber geht, noch vielleicht nicht zwangsweise, wenn er jetzt über die B geht, dann schon. Also entscheidend ist, dass die B-Welle, die C-Welle, also diese letzte hier runter, ich mache sie mal hier ein bisschen dicker, die meine ich mit C. Wir schreiben die Buchstaben, also das ist jetzt für die Elliott-Wellenfreunde. Ja? Wir schreiben die Buchstaben ja immer ans Ende, ja, damit wir hier einheitlich dann reden. Also diese C-Welle, wenn die kürzer ist, wann kriegen Sie das mit? Naja, wenn der Kurs hier drüber hinausgeht oder im Zweifelsfall, wenn der dann im Ziel ist. Das Problem ist, können Sie hier unten schon reingehen? Naja, in der Regel nicht. Das ist so eine Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dieses Szenario, insofern ist die Frage tatsächlich aktuell gar nicht so schlecht. Ich hatte dieses Szenario in den letzten Tagen mehrmals gesehen. Sehr auffällig, oft gesehen. Ich muss gestehen, ich vermeide den Handel in der Regel. Und zwar nicht so sehr, weil das vielleicht nicht ein bullisches Zeichen ist, sondern weil das Problem ist, ich ganz oft das hier verpasse. Das heißt, ich kriege das dann nicht mit,
zeitnah. Denn wie blöd ist das? Dann macht er das und ich bin dann drin irgendwo und dann kommt er dann nochmal hier runter und dann macht er dann hier sein eigentliches C. Ja, das ist dann natürlich eine blöde Kombination, dann da oben schon irgendwo reingegangen zu sein und dann hier nochmal voll leiden zu müssen. Also, ich sag's mal so, für die Schisser unter uns, und da zähle ich eigentlich genauso dazu, oder mich gerne dazu, ich warte, dann soll er das hier unten machen. Wenn er das hier in diesem Markt nicht macht, dann suche ich mir einen anderen Markt raus. Wir haben genug Währung, wir haben genug Indizes, wir haben genug Aktien in der Auswahl, dass wir diese Situation auf irgendeiner Zeitebene immer wieder finden. An sich kann man natürlich argumentieren und kann sagen, guck mal, wenn er die Korrektur nicht mehr so weit nach unten macht, wenn er es nicht mal mehr bis auf das A-Niveau hier schafft, dann ist das doch eigentlich ein ganz tolles Zeichen. Ja, also wenn er die A-Zone da unten nicht mehr erreicht, ist das auch ein gutes Zeichen, sehr bullisches Zeichen. Ja, das stimmt. Das Problem ist aber ganz oft stopmäßig. Erstens mal, wo gehe ich rein? Dann sind sie meistens schon relativ weit oben. Theoretisch müssen sie aber immer noch hier unten stoppen, denn er könnte ja immer noch hier so halbwegs das Ding. Das heißt, es läuft aus dem Ruder, was Chance-Risiko-Verhältnis angeht. Aus dem Grund muss ich zugeben, bin ich nicht so gerne hier am Drücker, sondern halte ich mich da eigentlich eher dann zurück. Auch wenn man im Nachhinein ganz, ganz oft sehen muss, ach komm, wäre doch gegangen. Das Problem ist aber, geht das auf? Ich persönlich habe keine wirklich gute Statistik dazu. Insofern, ich sage jetzt mal gefühlsmäßig, und Gefühl ist jetzt nicht rein nach Bauch, sondern ist jetzt schon auf Erfahrung fußen. Das kann eine knappe Sache werden mit Chance-Risiko-Verhältnis und Eintrittswahrscheinlichkeit. Ich würde das persönlich nicht unbedingt hier reinmachen. Da kommt gerade die Frage rein, Stop bei der 78er Fibonacci-Marke hier. Also das wäre natürlich der klassische Stop, das hier unten. Sie wissen hier, ich sage jetzt mal andeutungsweise, ist hier die 78,6er oder 76,4er Marke. Ja, wenn, dann sollte man es aber auch richtig schreiben. Also 76,4er Marke, das ist alternativ wählbar. Ja? Also auf der Yondo-Plattform ist die 76,4er Marke, die sind ganz, ganz knapp unterschiedlich. Das macht also nicht wirklich was aus. Und bei 100%, also auf das Tief hier, da wäre ja der eigentliche Stop zu setzen. Ich nehme ihn gerne dazwischen. Ja, den Stop kann man auf jeden Fall nehmen. Das ist der Sorglos-Stop. Also wenn der gebrochen ist, dann ist tatsächlich diese Idee komplett rum. Dann kann ich auch rausgehen. Ja, das ist für diejenigen, die sagen, ich kann und will mich nicht um jeden Mist hier immer kümmern müssen, sondern ach komm, was soll's. Ich nehme den durchaus gerne, insbesondere wenn ich viele Sachen parallel machen muss. Ja, also wenn Sie nebenher noch Küche machen müssen, aufräumen, staubsaugen und noch das Ganze hier, dann ist das ein guter Stopp, weil dann können Sie sagen, komm, dann habe ich hier meine Ruhe und kann mich um die Spiegeleier kümmern. Wenn Sie aber sagen, hier, ich habe nur zwei, drei Titel im Moment gerade, die interessant sind, die kann ich gleichzeitig managen, auch sonst habe ich alles hier im Griff, kein Kunde kommt gerade rein, kein Chef, der dann nervt und mich ablenkt. Also ich will jetzt nicht gegen Ihren Chef argumentieren, aber Sie wissen, was ich meine. Dann könnte man den Stop auch enger ziehen. Zum Beispiel jetzt bei dem verkürzten C hätte man es dann hier unten drunter setzen können, unter das A. Allerdings, und das ist ganz wichtig, dann müssen Sie gegebenenfalls nochmal reingehen. Deshalb sage ich das mit dem nicht abgelenkt. Deshalb müssen Sie dann auch Gewehr bei Fuß stehen hier. Nämlich gegebenenfalls, wenn der Kurs dann nochmal dann an die untere Kante da läuft, also hier auf diese Trendkanallinie, dass Sie dann sagen, jetzt mache ich es gerade nochmal. So, dafür brauchen Sie natürlich einerseits die Zeit und Aufmerksamkeit, sich dann auch diesen Märkten, die dieses hier haben können, dann zu widmen. Punkt 2 ist, Sie brauchen den psychologischen Drive, hätte ich fast gesagt, also die Kraft dann auch notfalls das zweite Mal oder vielleicht auch das dritte Mal reinzugehen, weil die Idee ja eigentlich noch gilt. Es ist ja nichts passiert, es ist ja immer noch korrektiv nach unten, also dynamisch hoch und korrektiv nach unten. Und das ist dann ein bisschen Geschmackssache, was man lieber mag. Ich persönlich nehme gerne den hier, wenn ich viele Sachen zu tun habe, und nehme einen nahen Stop und gehe dann notfalls nochmal rein, wenn ich mich auf den Markt konzentrieren kann, weil ich sagen kann, ah, heute Nachmittag habe ich bis jetzt zumindest noch nicht so viel zum Beispiel. Oder gut, ich bin da im Team, ich habe es da ein bisschen leichter. Wenn Sie jetzt zu Hause auch im Team arbeiten und da Ihre Kinder auch mit am Traden sind, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher.
So, Stop, 85, ja genau, also 85, das ist so, ich habe es jetzt nicht genau ausrechnet, aber das kann man relativ einfach machen. 78 bis 100, das sind ungefähr 22, davon die Hälfte. Das ist dann in etwa die Marke, also 11 drauf, dann sind sie bei 90 ungefähr, 89, 88. Also da kommt es auf den Schnaps nicht drauf an, wie ich immer sage. Wenn Sie jetzt sagen, ha, im Einzelfall kann das aber einen riesen Unterschied machen, da haben Sie recht, im Einzelfall ja, aber Traden ist nie eine Einzelfallgeschichte, sondern getradet wird immer im Rudel, das heißt, da kommt es drauf an, was passiert denn, wenn Sie 100 Mal, und wenn Sie 100 Mal den Stopp hier hinlegen, dann werden Sie ein paar Mal ausgestoppt, aber dafür nicht ganz so viel Minus. Wenn Sie ihn dann hier hinlegen, dann werden Sie ein paar Mal weniger ausgestoppt, allerdings dafür mehr im Minus. Das wird sich im Laufe der Zeit ungefähr einpendeln. Das hängt natürlich manchmal von der Marktsituation ab. Da könnte man stundenlang irgendwelche Exposés drüber verteilen mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten. Das Problem ist, die ändern sich im Laufe der Zeit. Und ich bin da immer praxisnah. Sie sind ja kein statistisches Büro. Zumal sich das aber auch noch immer ändert, ist das eine ziemlich umfangreiche Sache. Da sage ich mir, dann lieber Pi mal Daumen arbeiten und dafür lieber mehr Trades machen. Dann gleicht sich das durchaus aus und naja, macht am Ende aus meiner Sicht mehr Sinn. So, da kommt gerade eine Frage rein. Also ich mache die jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Seien Sie nicht traurig, wenn Sie Ihre ganz früh gestellt haben und ich vielleicht ja noch nicht sofort darauf eingehe. Ein Markttechniker behauptete letztens, die Elliott-Wellentheorie sei das gleiche wie die Markttechnik, nur komplizierter erklärt. Da ist was Wahres dran. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher immer ein bisschen, naja, ich habe das nicht so nachvollziehen können mit der Nähe Elliott-Wellen zur Markttechnik. Das lag aber an meiner Unkenntnis, was die Markttechnik angeht. In der Tat ist das Elliott-Wellenwerk eigentlich das Kompliziertere, was die Markttechnik sehr einfach darstellt. Aber genau da ist auch der Reiz der Elliott-Wellen, dass die Elliott-Wellen ein bisschen mehr Aussagen noch haben und deshalb aus meiner Sicht ein bisschen genauer aktiv sein können. Ich will hier gar nicht für das eine oder für das andere nur einseitig Werbung machen. Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Da ich jetzt das Glück habe, mit Elliott-Wellen mich schon auszukennen, sage ich mir, ich finde die besser, weil sie es einfacher machen. Ich mache mal ganz grob, aber mal, ich vereinfache jetzt mal beides. Nur mal, dass ich es mal gegenüberstelle, damit Sie mal sehen, worauf ich hinaus will. Ein einfacher Tenor ist zum Beispiel, man guckt sozusagen die Großwetterlage an, wenn die jetzt von mir aus so steigt, und der Kurs dann, und das ist wichtig, korrektiv nach unten geht. Ich mache das jetzt mal irgendwie. Das hat jetzt mit 1, 2, 3 überhaupt nichts zu tun, sondern, oder mit ABC meine ich, sondern einfach irgendwie korrektiv runterkommt. Und das ist ja nun mal korrektiver. Und dann wieder irgendwie hochkommt. Dann würde man idealerweise irgendwo, das ist jetzt nicht ideal, wie ich es zeichne, aber idealerweise irgendwo wieder einsteigen, wenn er ein altes Hoch gerissen hat. So, und jetzt, das, so habe ich das auch früher geglaubt. Jetzt habe ich aber zum Beispiel mit Michael Vogt mich mal irgendwann unterhalten und dann sagte der, ja, aber du kannst die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich erhöhen, wenn dieser Ausbruch jenseits im Prinzip, also er hat's, weiß ich gar nicht, ob er es so genau auf die 78er bezogen hat, aber wenn der Ausbruch dann jenseits dieser 78er oder 76er, das, wie gesagt, das spielt keine so große Rolle, weil die Werte sehr, sehr ähnlich sind, die Linien, liegt. Damit ist er zwar, das ist der Nachteil, relativ dicht an dem alten Hoch. Ziel ist es ja dann darüber gesaugt zu werden hier. Sie erinnern sich, False Breakouts gibt es unheimlich gerne. Aber damit habe ich ja auch gleichzeitig zerstört, dass das Ganze hier eine Systematik ist, die vielleicht doch irgendwie impulsiv nach unten ist und er im Prinzip hier nur eine normale Korrektur hat. Also Sie können das Ganze verbessern, indem Sie das hier klar, also den vorderen Teil, diesen Abwärtsteil, als eine Korrektur klassifizieren können. Das können Sie jetzt, wenn Sie jetzt schon ein paar Mal dabei waren, gar nicht so schlecht, denn ich habe Ihnen genügend Beispiele gebracht. Trendkanal wackelt sehr stark hin und her, Überschneidung, sowas in der Richtung.
Und wenn Sie relativ gut sagen können, dass dieser Teil hier eher sogar eine impulsive Geschichte ist, in irgendeiner Form, ob das jetzt ein Impuls, ob Sie, ich sag's mal jetzt landläufig als Nicht-Eliot-Welfer, zumindest mal sehr dynamisch ist, dann kann das durchaus helfen. So, also insofern, Markttechnik ist eine ganz einfache Kiste. Das ist super, spricht überhaupt nichts dagegen. Allerdings können Sie unter Umständen, wenn Sie Eliot-Wellen kennen, das hier nochmal besser klassifizieren. Dann können Sie nämlich erkennen, ist das hier eine 1, 2, 3, 4, 5 schon nach oben. Dann warten Sie auf einen größeren Rücksetzer und gehen dann rein. Dann können Sie aber unter Umständen schon hier reingehen, weil Sie sagen, Mensch, das Bild passt doch. Das heißt, ja, ich sag mal ganz böse, der Faule unter uns, der nimmt die Markttechnik und der Fleißige, der nimmt den Elliott-Wellenansatz. Das ist aber jetzt arg böse gesagt. Also die Markttechnik hat natürlich ihren Reiz darin, dass sie sehr schnell auch erkennbar ist für gerade für jemanden, der eben noch nicht so sehr geübt ist mit den Elliott-Wellen. Also insofern, die hat definitiv ihre Berechtigung, diese Technik. Ich verwende im Prinzip beide. Wobei ich natürlich, da ich jetzt mal einmal das Zählen bis 5 gelernt habe und die Einschätzung so einigermaßen oder die Aufteilung so einigermaßen nachvollziehen kann, kann ich eh nicht mehr umhin, die Elliott-Wellen zu sehen. Also Sie dürfen ruhig Vereinfachungsformen da nehmen. Sie sehen, es bezieht sich in beiden Fällen darauf, Dynamik, Countertrend oder Korrektur und anschließend wieder Dynamik und Sie brauchen dann halt eine Art Trigger. So, und wir versuchen in manchen Fällen hier reinzugehen, wir versuchen in manchen Fällen hier reinzugehen oder eben hier reinzugehen und der Markttechniker eben zum Beispiel erst hier, ich mache mal ein Quadrat drumherum, so hier reinzugehen. Jetzt kann dieser Punkt auch tiefer liegen, er muss nicht an der 76,4 liegen, er kann auch tiefer liegen, aber da ist natürlich nochmal eine Bestätigung dann mehr drin. So, also das haben wir auf jeden Fall mal besprochen, das ist schon mal gut, jetzt gucken wir mal gerade weiter. Wie sieht es mit Silber aus? Machen wir mal einen Chart zwischendurch auf. Nicht, dass Sie sagen, wir haben überhaupt keinen Chart angeguckt. Machen wir mal einen zumindest mal auf zwischendurch. Ich muss gestehen, ich kann gar nicht auswendig sagen. Ich gucke immer auf so viele Charts. Ich habe abends immer überhaupt gar keine Ahnung, wen ich alles angeguckt habe oder wo die Kurse stehen. So, wollen wir mal gucken. Wobei Silber, muss ich gestehen, habe ich jetzt auch ein paar Tage nicht mehr angeguckt. So, erstmal, das ist immer so, ich gucke immer erstmal übergeordnet, insbesondere wenn ich einen Titel länger nicht mehr angeguckt habe. Gucken wir mal auf Monatsbasis, wobei das ist immer besonders lang. Machen wir mal Wochenbasis hier. Mal gucken. Ich lese mal schon mal weitere Fragen, während der hier aus dem Archiv noch die Daten holen. Also, als Charttechniker können Sie wohl sehr gut mit den steigenden Kursen des DAX leben und bilden und blenden die fundamentale Lage einer zurückliegenden Eurokrise in den nächsten Monaten aus. Also grundsätzlich ja. Ich kann, also ich sag mal so, ich kann immer mit die fundamentalen Daten ausblenden. Der Trick der Charttechniker liegt ja im Prinzip darin, auch nicht die Zukunft zu sehen, sondern ein bisschen die Psychologie des Marktes zu lesen. Das ist ja das, was wir im Chart lesen. Die Stimmung. Wo ist Panik? Wo ist Power? Wo ist Begeisterung? Wo ist Sorge? Wo ist Ratlosigkeit? Das können Sie erkennen, wenn Sie den Markt angucken. Da zum Beispiel, wie steil eine Bewegung ist, wie glatt eine Bewegung ist. Ermüdungserscheinung ist ein Abdrehen in eine oder andere Richtung. Das kann man alles im Chart sehen. Und Sie wissen, dass ein Kurs oder die Kursbewegung ja quasi nie auf fundamentaler Information ist, sondern immer auf eine Gefühlsbildung ist. Es ist Ihnen vielleicht schon mal in der Kneipe aufgefallen oder im Restaurant oder was weiß ich was, wenn Sie irgendwo eine Pause gemacht haben auf einer langen Wanderung, dass Sie im freiwillig für Bier, ein Glas Wasser, einen Apfelsaft, was auch immer, mehr zahlen, wenn sie komplett durstig sind, wenn sie geschwitzt sind, wenn sie gelaufen sind, was weiß ich was, als wenn sie eigentlich schon das dritte Glas Wasser hinter sich haben, dann sagen sie sich, oh nö, da zahle ich doch nicht jetzt nochmal 5 € dafür. Obwohl es das gleiche Produkt ist. Es kommt also nicht so sehr darauf an,
wie das Produkt ist oder wie die Fundamentalinformation ist, sondern es kommt eigentlich mehr auf ihre Stimmung an. Und genauso ist es beim Markt auch. Vielleicht hinkt mein Beispiel mit dem Getränk jetzt, aber glauben Sie mir, so ungefähr kann man das sagen. Also es kommt nicht so sehr auf die fundamentale Lage drauf an, sondern eher, wie das von der Stimmung her aufgenommen wird. So, und man kann natürlich aber auch den steigenden DAX sehr einfach argumentieren. Ich meine, was machen denn die Notenbanken? Das ist hier in Japan genau das Gleiche gewesen. Der Nikkei, ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, der ist geschossen wie nichts Gutes. Warum? Ja, nicht, weil die Leute hier überzeugt waren von der Wirtschaft, sondern weil Abe, also der Präsident von Japan und die Notenbank, die japanische, gesagt haben, wir drucken Geld bis zum Umkippen. Und daraufhin ist natürlich das Geld irgendwo hingegangen. Und das ist in Europa nicht anders und in Deutschland insbesondere. Wo geht das Geld hin? Natürlich landet das bei den Banken. Die haben Liquidität. Was machen sie denn mit denen? Die geben das nicht so gerne in Kredite aus, sondern die werden das am Markt investieren. Das heißt, was wir im Moment an der Börse sehen, ist nicht so sehr der Aufschwung und die, sagen wir mal, das Ende aller Krisen, sondern ist eigentlich nichts anderes als eine Inflation an den Aktienmärkten. Wir wünschen uns ja, oder zumindest die EZB wünscht sich ja Inflation ein bisschen mehr, weil wir ja relativ niedrige Inflationsraten haben. Aber wir sehen sie nicht am breiten Markt, sondern wir sehen sie in der Regel, also am breiten Markt meine ich jetzt im Supermarkt so ungefähr, sondern wir sehen sie eher an den Aktienbörsen. Was anderes ist das nicht. Also insofern ist das natürlich eine Gefahr. Sobald irgendwann mal das Vertrauen hier in die Währung oder in den Währungsraum da zusammenbricht, dann müssen wir mal gucken, wie viel so ein DAX auch mal nach unten fallen kann. Also, aber das interessiert mich als Händler quasi nicht. Warum? Weil ich sage, die Entwicklung, die wir da haben, ist, ich muss mich eh jeden Tag da dran neu orientieren. Und da kommt mir wieder zugute, ich mache mal hier, ich glaube, das kann ich getrost hier mal abwürgen, nehmen wir mal auf Tagesbasis. Machen wir wenigstens mal den hier. Können wir mal schauen, wie es hier aussieht. So. Ah, okay, das liegt daran wahrscheinlich, weil ich hier den auf dem Future berechnet habe. Ich mach's mal so, ich kann hier auch auf Silber, das muss ich mal schauen. Wie gesagt, den habe ich nicht so oft in meinem Ding. Ich müsste idealerweise diesen hier wahrscheinlich nehmen, weil das Problem ist, dass natürlich so ein Future nicht ewig in die Vergangenheit geht, während hier so ein Kontrakt natürlich ganz lange zurückgerechnet werden kann. So, und das andere war eben auf den direkten Future bezogen. So, und das ist jetzt aber, mal gucken, ob ich hier auch recht habe, dass die das hier auch richtig, jawohl, wunderbar. Also hier haben wir doch mal was Längeres. Das ist jetzt ein Wochenchart, also wir sehen hier nochmal die Abwärtsbewegung bis 15 runter im Herbst oder wann es war, ja, Herbst kann man noch gerade sagen. Und wir sehen jetzt, dass wir eine Aufwärtsbewegung haben. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Als Elliott-Wellenfreak würde ich sagen, naja, die Abwärtsbewegung, okay, die ist erstmal lang gewesen, ist auch eigentlich dynamisch. Und jetzt haben wir eine Bewegung, die interessant werden könnte. Das müssen wir uns mal angucken. Dafür wechseln wir mal vielleicht auf Tag, müssen wir mal gucken, von Ende November. Jawohl, da haben wir das. Das macht eigentlich mir einen guten Eindruck. Gefällt mir gut. Wir haben erstmal eine Dynamik nach oben. Dann ging es mal nach unten. Da kann man sich jetzt drüber streiten, wie korrektiv das tatsächlich ist. Aber auf den Streit lasse ich mich nicht ein. Im Zweifelsfall ist nur von hier unten. Ich mache mal hier meinen Laserpointer an. Dann machen wir den mal hier ein bisschen rüber. Ah, das geht schon mal nicht gleichzeitig. Na, ist egal. Auf jeden Fall hier, also von da unten. Ich hoffe, Sie sehen den Laserpointer überhaupt. Bis hier oben. Irgendwo oder bis dahin ist die Aufwärtsbewegung, dann haben wir hier die Gegenbewegung gehabt und jetzt wieder das. So, und was ich jetzt immer gerne mache, einfach damit ich mal sehe, wie groß ist denn das Ganze. Jetzt nehme ich zum Beispiel den Distanzmesser und messe mal von hier bis hier. Eigentlich könnte ich von hier bis hier auch nur messen oder bis da. Das ist eine Streitfrage, sage ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen aber, dass wir, wenn ich bis zum oberen messe, bis zu dem, dann haben wir jetzt 1:1. Ich habe also jetzt die blöde Situation, dass ich nicht genau weiß, ob das Ganze vielleicht doch nur eine ABC-Korrektur ist und der Kurs jetzt nach unten weggeht.
ja, so ganz grob jetzt mal gesprochen. Sie sehen, was ich hier angelegt habe. Der Kurs jetzt vielleicht noch ein bisschen klettern kann, aber an sich als nächstes nach unten geht. Oder ob wir hier eine 1, 2, 3, die wird noch ganz lang, 4, 5 sehen. Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Das ist der Grund, warum ich die dritte Welle am liebsten handle. Und zwar am Anfang und nicht irgendwo am Ende. Das Blöde war nur hier, das war nicht gut zu erkennen, weil hier keine schöne Korrektivsituation war. Und da sehen Sie, das ist eine ganz klare Schwäche von dem Ansatz, dass Sie in manchen Situationen das nicht erkennen können. Was machen Sie da? Kein Trade. Nur nehmen Sie halt irgendeinen anderen. Ja, also wenn Sie jetzt sagen, ich versuche immer nur einen einzigen Ansatz, ein einziges Instrument zu handeln, von morgens bis abends, dann sind Sie mit dem Ansatz nicht ideal unterwegs. Dann ist es zum Beispiel sinnvoller zu sagen, okay, ich verwende, da haben wir schon oft gezeigt, zum Beispiel hier irgendein Indikator, ich nehme halt gerne diesen hier und versuche hiermit ungefähr zu erkennen, wo meine nächsten Drehs sind. Das heißt, den müssen Sie dann, das haben wir ja schon oft genug besprochen, das machen wir jetzt heute nicht so sehr detailliert, müssen den natürlich dann so austarieren, dass er von der Kurvengebung einigermaßen passt, damit Sie sich von Wende zu Wende hangeln können. Weil hier mit den Elliott-Wellenzählungen wären Sie hier nicht weitergekommen, weil das Ihnen nicht korrektiv genug gewesen wäre. So, wie gehen wir jetzt hier weiter vor? Also für mich wäre, wenn er diese Marke nach unten durchstößt, wird er auch diese hier nochmal durchstoßen. Davon bin ich relativ sicher. Relativ überzeugt. Das nächste wäre, wenn er diese steigende Trendlinie nach unten durchstößt. Auch das wäre durchaus schon für ein Short-Signal gut. Also das wären so meine Ansätze für die Short-Richtung. Wenn er wirklich jetzt erstmal weiter nach oben geht, wäre ja schön. Wenn er dann sogar einen Fünfweller ausbildet, kann ich dann nach dem Rücksetzer sagen, ey, da bin ich wieder mit dabei. Also, nochmal, wenn er jetzt 1, 2, 3, 4, 5 macht und dann kommt eine ABC, kann ich sogar die C-Welle dieser ABC handeln und anschließend den nächsten Long und dann davon ausgehen, dass er das Ding noch ein gutes Stück nach oben fortsetzt. So, wollen wir mal gucken. Welche Indikatoren halten Sie für erfolgreich bei der Analyse von Charts? Das ist auch eine interessante Frage. Also ich persönlich benutze eigentlich ganz gerne den MACD. Dann insbesondere was Divergenzen angeht. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, zum Beispiel, wir haben hier eine Abwärtsbewegung und dann haben wir hier ein Tief. Ja. Und dann haben wir hier ein Tief. Ja. Also ich sag's mal so. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Guckt er jetzt das Histogramm an oder guckt er jetzt hier das da oben? Ich gucke mir in der Regel beides an. Sie sehen, dass wir, machen wir mal hier das, die Linien jetzt erstmal. Wir haben hier ein Tief und wir haben hier ein Tief, wir haben hier wieder ein Tief und hier haben wir ein Tief, das ist aber schon höher. Das heißt, wir haben eine Divergenz. Eigentlich hätten wir hier schon damit rechnen müssen oder können, dass der Kurs nach oben geht. Allerdings haben wir hier noch keine Divergenz bei den Balken, also beim Histogramm hier, bei den blauen Linien. Das ist hier tiefer. So, aber spätestens dann mit diesem Tief hier haben wir wieder eine Divergenz. Wir haben zwar fallende Tiefs, aber steigende Tiefs und wir haben auch im Histogramm. Also Histogramm zählt für mich fast mehr als die Kurve, aber an sich, wir können auch beides dann eben vergleichen. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür, dass die Bewegung tendenziell eher am Ende ist dieser Bewegung. Sie können das hier, ist zwar nicht ganz so ausgeprägt mit den Hochs, aber hier sehen Sie, das steigt, während Sie hier schon sehen, dass es hier schon am Fallen wieder ist. Also das ist nicht so ideale Situation, um eine Fortsetzung oder von einer Fortsetzung auszugehen. Also für Histogramme mag ich, für die Divergenzen mag ich den MACD ganz gerne und den benutze ich dann auch in der Regel in der Standardeinstellung tatsächlich. Den Indikator, den ich noch lieber mag, ist der Slow-Stochastik, wobei der ähnlich ist wie andere Indikatoren, zum Beispiel, wenn Sie den CCI sich mal angucken, dann sehen Sie, dass jetzt ohne, dass sich da groß was rumgefummelt hat, Sie sehen, in vielerlei Hinsicht ist der gleich, die Hochs und die Tiefs, der eine hat ein bisschen mehr Schwünge, der andere ein bisschen weniger. In einer Sache sind sich die Indikatoren einig, gucken Sie mal hier, Divergenz hier, ja, Sie können auch mit dem CCI divergenzen. Deshalb ist es fast wurscht. Hier haben Sie auch eine Divergenz. Fallende Tiefs, aber hier haben Sie schon steigende Tiefs. Ja? Also insofern, welchen Indikator Sie, man muss dazu sagen, dass die meisten Indikatoren zumindest dieser Klassifizierung sowieso auf der
naja, wesentlichen mathematischen Überlegungen oder ähnlichen mathematischen Überlegungen basieren. Das heißt, wenn Sie dort einen Liebling haben, dann können Sie den durchaus da verwenden. Divergenzen, sag ich mal, können Sie am ehesten auch noch mal mit einer Standardeinstellung verwenden. Ansonsten, ich mag den Stochastik deshalb gerne. Erstens mal, weil er anders als der MACD zwischen 0 und 100 pendelt. Das heißt, ich habe zusätzlich Informationen mit überkauft und überverkauft. Das habe ich zum Beispiel beim MACD nicht. Das finde ich manchmal ganz nett. Das alleine reicht aber nicht aus. Gucken Sie mal, wie lange der hier überverkauft ist. Und das interessiert den erstmal überhaupt nicht. Der Kurs geht trotzdem nach unten. Ja, also das ist noch nicht alleine ausschlaggebend, sondern aus meiner Sicht immer in Kombination. Es muss vom Rhythmus her passen. Das heißt, das, was ich vorher hier hatte, gucken Sie mal, also der ist mir hier zum Beispiel eigentlich ganz schön hibbelig hier in der Phase gewesen. Und also den finde ich nicht ideal synchronisiert. Jetzt spreche ich es doch kurz an. Das heißt, ich verwende dann immer hier eine bestimmte Parametrisierung. Da haben wir schon mal intensiver drüber gesprochen. Ich will es jetzt nicht ganz so intensiv ansprechen, aber zumindest mal so ein bisschen in der Hoffnung, dass, und hier nehme ich in der Regel 70-30, in der Hoffnung, dass die einigermaßen passt, hoch und tief. Das heißt, ich drehe mir den so zurecht, dass der passt. Das macht ja auch durchaus Sinn, denn der Indikator soll ja auch in der nahen Zukunft mir das ungefähr anzeigen. Also der wäre hier schon so einigermaßen okay. Ich würde jetzt also, wenn ich mir das Ding angucke, nicht mehr long gehen. Ob ich deshalb gleich short gehe, ist eine andere Geschichte, aber ich würde zumindest mit den Longs sehr vorsichtig sein. Warum nicht short gehen? Weil ich nie einen Indikator für ein Setup und gleichzeitig als Trigger benutze. Das ist aus meiner Sicht extrem gefährlich, zu sagen, guck mal, der hat doch hier, dreht er, also kann ich hier auch gleichzeitig dann long gehen. Ich trenne das. Entweder der Indikator ist mein Setup, sprich, er sagt, suche nach Shorts, dann möchte ich aber einen Trigger auf einer anderen Basis haben, zum Beispiel Trendkanalbruch oder was weiß ich was. Kann ja auch ein engerer Trendkanalbruch sein, aber irgendwie was als Trigger. Oder aber ich sage, ich habe hier aufgrund eines Setups, zum Beispiel, ich habe hier oben eine Fibo-Linie erreicht oder ein Cluster, und wenn er hier triggert, also er hier auslöst, dann bin ich mit dabei. Aber niemals Indikator nur als Setup und Trigger benutzen, also sowohl für den Meinungswiedergeber und auch als den Auslöser. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Dann können Sie fast alle Indikatoren benutzen, egal welcher Ihnen jetzt dann am schönsten erscheint, weil die Mechanik bei den meisten die gleiche ist. Wie gesagt, wenn Sie noch gar keinen haben und sagen, auch einen hätte ich ganz gerne, dann sage ich, versuchen Sie mal den Slow Stochastic, den finde ich gar nicht so schlecht in der praktischen Anwendung. Was ist Ihre Meinung von gedeckelten Märkten? Stichwort Euro-Schweizer Franken ist natürlich immer ein Risiko. Ich sag's mal so, möglicherweise, also wir haben auch schon Trades manchmal gemacht mit Euro 1,20 und dann auf die Long-Richtung wieder zu gehen. Aber Sie sehen daran, wie wichtig es ist, immer doch mit dem Stop zu arbeiten und nie alles auf eine Karte zu setzen. Solche Sachen, die wir jetzt gesehen haben, Euro, Schweizer Franken, das passiert nur alle paar Jahre. Das ist selten, dass sowas passiert. Aber es ist halt blöd, wenn das Haus alle 5 Jahre weg ist. Ja? Also riskieren Sie nie zu viel auf ein Ding. Es passieren immer wieder blöde Sachen. Irgendwelche Flash-Crashs, irgendwelche Fehlorders, irgendwelche komischen anderen Aktionen oder wie jetzt hier das von der Notenbank. Das also bitte, bitte nicht machen. Also das Risiko zu hoch machen. Auch wenn Sie jetzt sagen, wieso, da passiert doch immer nichts. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe in meinem Leben meinen Anschnallgurt noch nie gebraucht. Meine Erfahrung sagt mir also, weg mit dem blöden Ding, das ist nur unbequem, macht keinen Sinn, schränkt mich nur ein. Ja, sagt meine Erfahrung. Das Doofe ist aber, einmal im Leben brauchen Sie ihn. Und wenn Sie, gerade wenn Sie mal nicht anlegen und Sie ihn hätten brauchen können, dann ist es meistens am Ende des Lebens. Also insofern, auch wenn das ganz selten passiert, dass man den mal braucht, die Folgen können halt ganz dramatisch sein, wie wir jetzt auch teilweise ja gesehen haben in den Medien. Insofern, bitte, bitte seien Sie da vorsichtig, auch wenn es die Erfahrung sagt, nee, komm, brauche ich nicht. Alles nur Schnickschnack hier. Welche Zeiteinheit halten Sie Devisen bevorzugt? Ich persönlich bevorzugt ist immer so eine Sache. Das kann durchaus mal auf Tagesbasis sein. Wobei das ist eher nicht so regelmäßig. Intraday eher,
Ich sag mal, alles zwischen Stunde und Minute ist durchaus realistisch. Ja, also auf Tag bin ich nicht so viel unterwegs. Es kann zwar sein, dass ich eine Position mehrere Tage halte, aber ich gucke jetzt nicht auf Tagesbasis nach Einstiegen. Wenn ich aber zufällig einen sehe, ja, dann sage ich nicht nein, sondern nehme ich den halt auch mit. Aber das ist nicht so ein Ding, was ich automatisch suche. Ja, also man kann es bis wirklich aufs kleine Bild mit runterhandeln. Also ich kann mal hier, ja, zum Beispiel, was ich nett finde, das sollten Sie sich mal angucken vielleicht. Das ist eine Währung. Aber ich sage Ihnen, ich bin befangen. Das müssen Sie jetzt selber gucken, weil das ist eine Geschichte, die ich selber auf jeden Fall brandheiß im Auge habe. Also seien Sie vorsichtig. Ich könnte einen Interessenskonflikt haben. Sie erinnern sich. Ja, also der Kurs ist ja hier ziemlich zügig nach unten gekommen. So, mal gucken, ob ich das so schön darstellen kann. Und jetzt gucken Sie mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. Witzigerweise, auch wenn es gar nicht so witzig ist, ist der Kurs ziemlich gut hier auf so eine Fibo-Marke. Ist ein bisschen weiter als das, also so Richtung 127er Marke kann man hier auch noch mit reinnehmen. Also irgendwie so auf so eine Fibo und Marke ist er hier gelaufen. Auch wenn Sie die Relation mal die erste und die fünfte gucken und die erste bis zur dritten und die fünfte. Also das passt alles relativ genau, dass der Kurs hier gedreht hat. So, jetzt gucken wir uns diesen Bereich mal hier an. Also theoretisch nach fünf müssten wir ja fertig sein. Jetzt gucken wir uns den Bereich vom Tief mal hier auf einer genaueren Ebene an. So, witzigerweise, man sieht es hier kaum noch, selbst hier die fünfte Welle wäre 1, 2, 3, 4, 5, war eigentlich ganz gut auflösbar. So, aber wenn ich mir das jetzt angucke, sieht ebenfalls wieder 1, 2, 3, 4, 5 und das hier hinten, das sieht schon so sehr nach, wir können auch nicht mehr so richtig, also das ist, so sieht zum Beispiel, ob Sie jetzt Alien-Wellenfreund sind oder nicht. Aber wir haben hier eine scharfe Aufwärtsbewegung, richtig Schub. Ja, eine kurze Unterbrechung immer mal mit drin, das sieht aber alles gesund aus. Übrigens nochmal hier, nur so mal ein bisschen fürs Auge, so ungefähr. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die ich noch interessanter finde. Bin vorhin gefragt worden, wenn die C-Welle nicht mal mehr bis unter die A, das ist eine Geschichte, die ich sehr gefährlich halte. Aber was durchaus öfter mal vorkommt, ist, dass er hier nicht drunter geht, also nicht mehr hier ganz ranläuft. Das kann man eher handeln aus meiner Sicht. Ja, also er ist zwar unter das A gefallen, aber ist nicht ganz so weit gefallen, wie er laufen muss. Das kann durchaus passieren, denn A, B, C, also ein Zigzag, dass die C-Welle vielleicht nur 80% lang ist von der A-Welle, das ist nicht so untypisch. Das kann durchaus regelmäßiger mal passieren. So, das ist aber Geschichte, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber 1, 2, 3, 4, 5 und hier auch fürs Auge. Gucken Sie sich mal an, in Trendrichtung fängt der Kurs an, Überschneidung zu haben. Ob man das jetzt hier als ein Ending Diagonal gleich interpretieren will, wie auch immer. Aber das Ganze, man sieht schon, er muss sich schon Mühe geben. Und interessanterweise, jetzt muss man mal gucken, ob ich das so schnell hier noch alles zurecht basteln kann. Also auch wenn ich hier 1, 2, 3, 4, 5, kann ich hier ebenfalls, muss gestehen, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das hier war nicht ganz ideal. Ich habe es jetzt nicht ganz perfekt gezeichnet, aber so ungefähr. Ja, der war höher. Ja, also wenn ich den hier anlege, das Ziel war hier noch höher. Aber wenn Sie die erste bis zur dritten anlegen, dann kommen Sie ungefähr hierhin auf die Höhe. Also als Ziel, auch wenn Sie die gesamte Abwärtsbewegung, da kommen Sie auch auf eine Fibo-Marke. Also hier ungefähr, da liegen eine Menge Fibo-Marken mit drin. Achso, wenn Sie hier diese, der fünften Welle war das. Wo haben wir es? Fibo Retracement. Von da nach da. Ja, also wir haben hier eine Menge Marken, die hier jetzt so ziemlich auf der Höhe 1, 133, ich sag mal 75, das haben wir aus den internen Wellenberechnungen bis ungefähr 90. Da liegt eine ganze Reihe Marken. Also ich könnte mir vorstellen, wir sind damit jetzt fertig. Da das aber wieder impulsiv ist, stelle ich mir Folgendes vor. Jetzt gehe ich mal auf das längere Bild, damit ich Ihnen das genauer mal vorkauen kann. Nachdem wir jetzt hier
1, 2, 3, 4, 5 nach unten sind. Und jetzt intern 1, 2, 3, 4, 5 nach oben erwarte ich einen Rücksetzer, korrektiv. Vielleicht kann man den sogar noch kleiner auf 5 Minuten oder 1 Minuten handeln, aber mal dahingestellt. Aber anschließend nochmal dynamisch nach oben, mindestens nochmal so eine Dynamik nach oben. Und eigentlich müssten wir ja dieses gesamte Ding mal, also ich habe gute Chancen, sehe ich, dass wir bis, na, sagen wir mal, mindestens mal hierhin wieder kommen, oder streng genommen, Fibo Retracements von hier nach da mal runter. Also, das ist so eine Geschichte, die habe ich in den nächsten Stunden im Auge. Ich will jetzt idealerweise sehen, dass er jetzt einen Impuls nach unten macht. Dann kann ich den zweiten Impuls nach unten nochmal handeln, also die C-Welle nochmal handeln. Oder umgekehrt, wenn Sie sagen, habe ich keine Lust zu heute Nacht noch oder heute Abend, dann können Sie sagen, Dynamik hoch, warten Sie die Korrektur ab und versuchen dann nochmal die Long-Richtung einzugehen. Finde ich zumindest mal was, mindestens fürs Lehrbuch, das können wir nachher nochmal gucken, ob was draus geworden ist, aber vielleicht eben auch fürs Orderbuch, was man mal mit im Blickfeld haben kann. So, ich muss mal gerade gucken, ich überspringe noch mal. Jemand hat jetzt gefragt, handeln Sie Korrekturen, beziehungsweise was halten Sie davon? Also ich handle in der Regel keine Korrekturen, weil Sie müssen sich vorstellen, Korrektur ist ja eine Bewegung, die wackelt. Jetzt gehen wir nochmal hier auf das Ding hier. Nochmal alles weg hier. Löschen wir das. So. Sie müssen sich folgende Frage stellen. Der Kurs hat doch solche Bewegungen und der hat solche Bewegungen. So. Und Sie wollen ja immer eine große Strecke möglichst hinlegen. Welche wollen Sie dann handeln? Naja, in der Regel natürlich lieber den Impuls und nicht eine Korrekturbewegung. Ja, Sie steigen ja auch nicht in den Fahrstuhl ein und wenn der dann eine ganze Zeit lang da stehen bleibt, dann sind Sie auch stinkig, gehen da wieder raus. Ja, das macht keinen Sinn. Sondern wenn Sie einsteigen, sagen Sie, dann soll es auch zügig nach oben gehen. Aus dem Grund bin ich ein guter Freund davon, die Korrekturen getrost wegzulassen. Zumal es zu viele Punkte gibt, selbst wenn Sie hier jetzt eingestiegen wären. Dann wären Sie short zum Beispiel, dann wären Sie hier glücklich gewesen, aber wären Sie hier wieder unglücklich geworden, weil der Kurs erstmal in die Gegenrichtung geht. Dann wären Sie wieder glücklich geworden, weil der Kurs wieder durchgeht, dann wären Sie aber wieder unglücklich geworden. Und je nachdem, wie das dann auch sich zieht, wie es Ihre Zeit ist, wie Ihr Druck auf einer anderen Seite ist, irgendwann gehen Sie dann mal raus, weil Sie sagen, habt die Faxen dicke und danach fällt er dann doch noch. Das sind alles doofe Situationen. Ich versuche den Trend zu handeln. Wenn ich schon hier eine Korrektur handle, dann handle ich nur einzelne Bereiche davon. Also zum Beispiel nur von hier nach hier unten. Oder von diesem Quadrat leer auf dieses Quadrat hier oben. Also, dass ich unten einsteige und oben aussteige, ist Illusion. Das klappt manchmal, aber davon sollten Sie nicht ausgehen. Aber innerhalb dieses Teilstücks. Das heißt, ich kann natürlich sagen, ich muss ja im Hochhaus nicht immer von der Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss fahren. Ich kann ja auch mal in der 37. einsteigen und in der 39. wieder aus. Aber ich mag es dann gerne bei 37 einzusteigen und dann nicht erst nochmal bis 26 runterzufahren und dann wieder bis 41 hoch und dann bei 38, sondern ich will dann die direkte Strecke haben. Das heißt, wenn Sie innerhalb einer Korrektur handeln, das ist okay, weil Sie handeln ja immer, also sonst dürften Sie niemals Short handeln, weil der Markt ja immer nach oben geht. Das heißt, Short ja immer eine Gegentrendbewegung ist, außer bei Währung jetzt, aber bei Aktien beispielsweise. Aber Sie dürfen natürlich gerne eine Korrekturbewegung, die müssen Sie aber dann im internen Bild handeln. Das ist wichtig. Und das macht ja auch Sinn, denn, jetzt mache ich es mal ein bisschen ausführlich, eine Korrekturbewegung sieht ja auch nicht anders aus als so, beispielsweise irgendwie. So, und dann können Sie doch sagen, naja gut, klar ist das hier eine Korrektur, eine ABC-Kiste. Ja, aber erstens können Sie innerhalb dieser ABC-Kiste, ja, ich mache mal hier A, das ist sehr künstlerisch, vielleicht nicht hochwertig, aber zumindest mal nicht so schön zu erkennen. So, also ABC. Natürlich können Sie hier die C-Welle handeln, das wollen wir ja immer. Ja, das ist doch eine par excellence.
Sie können auch in der A-Welle handeln, aber dann bitte schön versuchen, hier irgendwo reinzukommen, nachdem der Kurs hier korrektiv hochgewackelt war. Also Sie sehen, dann müssen Sie sich auf die internen Strukturen konzentrieren, dann dürfen Sie das. Versuchen Sie nicht, eine gesamte Korrektur zu handeln. Machen Sie sich keine Freude. Warten Sie die ab. Das ist doch die Phase, wo alle keine Ahnung mehr haben. Warum sollen Sie dann da was machen? Ja, lassen Sie die anderen doch erstmal ihre Nicht-Ahnung ausleben. Und wenn die sich wieder gefangen haben, sagen Sie, dann machen Sie wieder mit. Ja? So. Genau, also haben auch hier einige geschrieben dann dazu, das ist wunderbar. Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen weit ab, sorry, das ist jetzt hier falsch gescrollt. Spring mal wieder ein bisschen hoch mit den Fragen. Sehr gut. Ist eine symmetrische Dreieckskonsolidierung. Das ist vielleicht nochmal schön, weil das eigentlich ein ganz tolles Muster ist. Also wenn Sie sowas haben und dann kriegen Sie so ein Muster hier beispielsweise. Das ist ja jetzt ein sehr schönes Dreieck hier. Kann man wunderbar handeln. Das kann man natürlich, wenn es so ausgebaut ist, kann man das auch als ein Contracting Triangle sehen. Ja, Contractive Triangle ist ja auch mit A, B, C, D, E. Wenn Sie sagen, der mit seinem Buchstaben immer da dran, verstehe ich eh nicht. Manchmal sind es ja auch mehr Dinger, weil man die interne Struktur das nicht so richtig erkennt. Ja, funktioniert ja trotzdem. Ist da eine Wimpel- oder Dreiecksformation, kann man genauso gut handeln. In der Regel wird sich das aber so aufsplitten. Also das heißt, wenn Sie ein bisschen Erfahrung schon damit haben, dann freuen Sie sich, weil Sie das dann sehen und Sie ja dann gleichzeitig noch als Elliott-Wellenfreund die Information haben, dass vermutlich nur noch ein Anstieg kommt und danach erstmal eine Pause, wieder eine längere Pause kommt, weil normalerweise diese Formation immer am Ende, also die letzte Korrektur vom letzten Anstieg eben ist. Wenn Sie jetzt das nicht so genau identifizieren können, ist es erstmal egal, weil Anstieg kommt ja trotzdem erstmal. Das heißt, in beiden Fällen gehören Sie zu den Lachenden, wenn Sie einen Anstieg dann, also eine Trendfortsetzung machen. Also Trend war ja vorher nach oben. Also müsste danach eigentlich eine Trendfortsetzung kommen. Jetzt gibt es natürlich sowas wie Leading Diagonals beispielsweise. Das heißt, dann kommt jetzt hier was sehr Korrektives nach oben und danach käme eine Fortsetzung nach unten. Und daran sehen Sie, wie wichtig es ist, in diesem Fall jetzt diesen Bereich auch nochmal zu sehen. Ist er dynamisch oder ist er impulsiv? So, wenn Sie Pech haben, haben Sie sich falsch entschieden, sind hier long eingestiegen, dann wackelt der Kurs sich aber hier ein zurecht. Aber dann haben Sie ein relativ enges Stop-Niveau, haben nicht wirklich viel verloren, haben aber eine Riesenchance auf einen deutlichen Anstieg gehabt. Also gehen Sie nie davon aus, dass Sie mit dieser oder mit jener Strategie immer richtig liegen. Das macht keinen Sinn. Aber Sie können sehr schnell erkennen, wo Sie rausfliegen aus der Geschichte, wo es dann doch nicht das ist, was Sie gerne hätten. Und dann müssen Sie entweder sagen, komm, ich nehme den Verlust klein mit. Sie hoffen vielleicht, dass Sie nochmal einen kleinen Gewinn machen, aber in der Regel funktioniert das dann eh nicht. Nehmen Sie es mit, dann haben Sie einen kleinen Verlust gemacht im Verhältnis zu der Gewinnerwartung, die Sie bekommen, wenn der Kurs dann richtig, sorry, auf das Mausrad hier gekommen. Also springen wir wieder zurück. So, wenn Sie dann richtig liegen, dann machen Sie das alles wieder mit gut. Also keine Sorge. Hier kommt eine ganz interessante Frage, die ich aber auf nächstes Mal gerne verschieben möchte, weil ich will jetzt noch zwei, drei andere Fragen beantworten. Und die ist gut, nämlich bitte nochmal stellen. Können Sie Ihr allgemeines Vorgehen zur Identifizierung interessanter Trades vorstellen? Das mache ich sehr gerne. Das können wir gerne uns für nächste Woche mal vornehmen. Nee, übernächste Woche vornehmen, dass ich Ihnen zeige, wie findet man denn überhaupt irgendwas, was spannend ist. Das zeige ich Ihnen gerne. Dieser Scanning-Prozess, das können wir sehr, sehr gerne mal durchgehen. Aber mich bitte notfalls nochmal dran erinnern am Anfang und dann werde ich das auf jeden Fall bringen. So, was haben wir denn noch? So, ist denn die erste Welle immer die nach einer Konsolidierung?
Ja, das ist so eine Sache. Eigentlich nicht. Ich sag mal so, stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Abwärtsbewegung und danach kommt mal zuck, sowas. Dann können Sie ziemlich sicher sagen, das ist die erste Welle, denn die ist gemessen an diesem langen Abwärtsend hier, ganz klein. Und das ist die erste, dann kommt das hier, irgendeine Korrektur, sage ich jetzt mal, und danach kommt die Fortsetzung. Und dann entscheidet sich, ob er dann noch weiterläuft oder ob es das schon war. Aber das spielt keine Rolle, wenn wir hier irgendwo einsteigen oder vielleicht auch noch hier einsteigen, dann sind wir auf jeden Fall erstmal weit genug gelaufen, damit wir im Grünen rauskommen können oder sogar mit einem fetten Plus. So, insofern, in so einer Situation haben Sie es einfach, können sagen, danach fängt eine erste Welle an. Es ist aber schwieriger zu sagen, wenn der Kurs tschüpp, irgendwie sowas gemacht hat und dann macht er hier irgendeine Korrektur. So. Und dann sitzen Sie hier. Ist das jetzt die erste Welle? Naja, oder machen wir so ein bisschen länger sogar noch die erste Welle? Naja, es ist vielleicht eine interne erste Welle. Aber da diese Abwärtsbewegung hier von hier nach hier ja nicht so sehr ausgeprägt war, kann es durchaus sein, dass das hier die erste war und das jetzt hier schon dann dementsprechend die dritte, also die Fortsetzung des Trends ist und nicht irgendwas Neues. Deshalb ist mir immer wichtig, je mehr der von da oben runterkommt, je mehr wir, sagen wir mal wieder, an Kursaufholung haben, desto mehr gefällt mir das, desto sicherer bin ich mir und desto sicherer ist das Ganze. Nehmen wir mal an, der Kurs macht aber trotzdem hier irgendwas Korrektives, dann kann man hier trotzdem long gehen, Stichwort Markttechnik. Aber unter Umständen geht es dann erstmal nicht viel mehr als den Ausbruch über das alte Hoch hier. Ja? Dann ist nicht gesagt, dass der Kurs noch bis hierhin hochläuft. Vielleicht eine 1 zu 1 Projektion, das kriegt er dann noch gerade hin. In dem Fall wird es ja sogar noch passen. Kann aber sein, dass es dann eben nur noch so ein bisschen ist. Nehmen wir mal an, das ist nämlich auch das ist nicht die erste Welle, sondern der kommt so schon von unten. Ja, dann kann es sein, dass der hier ein bisschen ausbricht und danach hier eben runtergeht. Also Ihre Zielerwartung sollte daraufhin angepasst sein. Am sichersten können Sie sein, wenn Sie die dritte Welle handeln, denn die sollte dann mindestens weit genug gehen. Deshalb ist das wichtig mit dem Gucken, wo ist die erste und wo ist die nicht. Deshalb gucke ich mir die Vorgeschichte an, denn sonst weiß ich nicht, wo kam der arme Kerl denn her. Aus der Tiefe des Raums ist immer ein bisschen unsicher. Ja? Gut, das haben wir anders schon beantwortet. Wie weit kann der DAX steigen? Also ich glaube, rechtlich ist nach oben keine Grenze gesetzt. Nein, aber Spaß beiseite. Wenn natürlich das jetzt mit dem Gelddrucken und vor allen Dingen jetzt mit den Bonds aufkaufen und Gelddrucken ist ja dann der zweite Schritt dann so gemacht wird, naja, dann ist nach oben viel Platz. Also dann, ich habe jetzt eben gerade irgendwo eine E-Mail gelesen von jemandem bis 12.000, also da halte ich 12.000 nicht für zu viel. Da kann ich mir auch 15 oder noch mehr vorstellen. Ist die Frage, ob wir vorher in eine Crash-Situation reinkommen. Das werden wir dann sehen müssen. Aber im Moment, also ich sage jetzt mal fundamental auch, ich kenne viele, und zwar international, sowohl in Amerika, hier auch in Japan, als auch in Deutschland, Institutionelle, die sich über das letzte Jahr sehr, sehr zurückgehalten haben beim DAX und auch in anderen Märkten, die sich sehr zurückgehalten haben und gesagt haben, uns ist das zu heiß, wir liquidieren lieber einen Teil der Position, weil wir Angst haben, dass wir ja nicht rauskommen können, wenn der Markt nach unten crasht. Weil die können ja nicht einfach eine Position glattstellen, da kippen die den Markt ja von sich aus schon runter. So, insofern sind die raus aus dem Markt gewesen, sitzen also auf Cash. So, und jetzt bricht der Markt nach oben aus. Die müssen was tun, die müssen ja auch Rendite erzielen. Das heißt, die werden jetzt in den Markt strömen, weil die natürlich auch die Sorge haben, dass durch die Geldschwemme der Markt nach oben geht. Das heißt, es drückt nicht nur das EZB-Geld, sondern auch das Ruhnegeld vieler Institutioneller, also großer Fonds und Banken in den Markt. Und das schiebt den Markt natürlich auf jeden Fall nach oben. Insofern halte ich generell die Long-Richtung auch noch für eine ganze Weile für realistisch, solange wir kein Crash-Szenario haben. Und das müssen wir halt abwarten, ob wir irgendwo Dynamik nach unten entdecken, dann können wir zumindest mal für einen kleinen Teil davon ausgehen, dass es nach unten geht, erstmal wieder. So, jetzt sind wir mit der Zeit ziemlich durch, aber ich glaube, viele Fragen haben wir beantwortet. Seien Sie mir nicht böse. Ich handle auch Aktien direkt, ja.
Also nicht nur die Indizes beispielsweise. Ah, okay, da kommt nochmal, wenn Sie jeden Tag viele Charts ansehen und abends nicht mehr wissen, welche Frage, wie registrieren Sie sich dann die Signale, wann und so weiter. Ja, also das ist natürlich, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das will ich gerne in 14 Tagen nochmal Ihnen darstellen, wie ich meinen Prozess dort mache. Man kann natürlich sich da eine Liste anlegen mit den Interessanten und die geht man dann nachher nochmal durch. Also das will ich gerne nächstes Mal, das könnte ich als schönen Cliffhanger jetzt benutzen für die nächste Woche. Nein, für die übernächste Woche, dass wir das gerne nochmal aufgreifen, wie ich das mache. Dann, genau, also legen Sie sich gar nicht fest, ob der Kurs, ob es long oder short geht. Sie warten darauf, was der Kurs macht, richtig? Das war zwar auf irgendwas anderes bezogen jetzt, aber grundsätzlich kann man das sagen. Ich versuche mich so gut wie nie festzulegen. Weil, also als Händler muss man Wendehals sein. Ich weiß, als Analyst ist das immer eine doofe Geschichte. Wenn ich im Fernsehen mal irgendwo was sagen soll, dann höre ich dann oftmals, ja, aber Sie haben doch aber 2013 noch gesagt, dass es so und so kommen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß ja schon nicht, wo der DAX nächste Woche steht. Wie soll ich dann eine Langfristanalyse machen? Das Schicke ist aber, wenn ich so ein Bild wie hier jetzt, mein Gekraxel, ich weiß, es sieht schlimm aus, aber dann sehe ich dieser Teil, ich mache jetzt mal einen dicken Doppelpfeil hier hin. Oder dicken Pfeil hier. Dieser Teil, wenn der dynamisch ist und wenn dieser Teil hier korrektiv ist, dann habe ich eine klare Aussage und dann weiß ich für ein Teilstück, was der Markt macht, ob ich dann Variante A bekomme oder die Variante B, die dann irgendwann abdreht, das weiß ich hier unten noch nicht. Aber mir ist das als Händler erstmal Schnuppe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf C laufe, ich mache es jetzt mal so hier, die ist erstmal ganz gut. Das ist keine Wellenzählung, sondern Optionen, wo der Kurs hinläuft. Ja, also die ist erstmal ganz gut. Und danach, muss ich gestehen, schwimme ich genauso wie alle anderen Menschen auch. Das kann ich dann lösen, indem ich sage, komm, ich nehme Gewinne komplett mit oder Teilgewinnmitnahme, haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Also anders kann ich es auch nicht machen, wie jeder andere auch. Aber als Händler kann man damit eben gut leben. Der Markt sagt doch, was er will. In der Regel zumindest mal. Manchmal gibt es blöde Situationen, aber oftmals ist. Ah, das ist eine interessante Frage. Ein bisschen überziehen. Wenn Sie wollen, überziehe ich ein paar Minuten noch. Sie dürfen aber gehen natürlich. Ich lese oft, jede Marktsituation braucht eine andere Strategie. Sie lehren, suche den richtigen Markt für deine Strategie. Reicht es aus Ihrer Erfahrung bei wenig Volatilität nur, die Zeiteinheit zu verändern? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also, theoretisch stimmt das. Jede Marktsituation braucht eine andere Strategie. Also nicht jede, aber es gibt bestimmte Marktsituationen, die mit einer anderen Strategie eben gehandelt werden müssen. So, jetzt können Sie sich natürlich zwei Sachen aussuchen. Entweder Sie lernen, ich übertreibe jetzt, nur um Ihnen das ein bisschen klar zu machen, Sie lernen 30, 40, 50 verschiedene Strategien auswendig und bis in alle Tiefe und sagen dann, ich kann damit einen einzelnen Markt immer handeln. Und ich bin mir sicher, dass selbst diese 20, 30 Strategien unter gewissen Umständen nicht ausreichend sein sind, um immer profitabel zu handeln. Oder aber Sie sind grundsätzlich so faul wie ich und sagen, ich habe halt, gut, ich habe auch mehr als eine Strategie, aber so zwei, drei, vier Ansätze. Und warum soll der Markt mich in irgendwas reinzwingen, dann ist es am Ende Ansatz 37, den ich nicht so gut kann, oder 17, den ich nicht gerne mag. Nein, ich handle die Marktsituationen, die mir gefallen. Ja, also so greife ich das Ding an. Beides ist grundsätzlich in Ordnung. Das ist dann Geschmackssache, ob man sehr viele verschiedene Strategien hat. Ich habe aber selber festgestellt, es ist für mich jetzt zumindest mal einfacher, schneller mal auf einen anderen Markt umzuspringen. Denn ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, naja, ich handle immer gerne den DAX. Warum? Weil sie sagen, den DAX kenne ich. Ja, aber wenn der DAX so viele verschiedene Marktsituationen hat, dann weiß ich nicht, ob man den DAX dann auch immer kennt. Und in vielen Punkten sind die Märkte sehr ähnlich. So, das Zweite ist,
natürlich eine andere Zeiteinheit zu wählen. Das mache ich eben auch sehr, sehr gerne, dass ich sage, wenn ich auf Tagesbasis nichts sehe, gucke ich mal, ob ich auf 5-Minuten-Basis was sehe. Und das funktioniert ohne weiteres. Also wer jetzt sagt, ich habe eben nur meine zwei, drei Lieblingsmärkte, warum auch immer, auch wenn ich das nicht so clever halte. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie sagen, aber die kenne ich, die Märkte. Wenn Sie sich dann mal 14 Tage mit einem anderen Markt zusammentun und sich mal damit auseinandersetzen, dann kennen Sie den im Wesentlichen auch. Also ich glaube nicht, dass die Aktienmärkte so, so groß unterschiedlich sind, egal welchen Titel Sie da nehmen. Denn die Marktteilnehmer unterscheiden sich im Wesentlichen davon ja auch nicht in dem ganz großen Maß, sage ich jetzt mal. Aber dann ist es meistens schon ausreichend, einfach die Zeitebene zu ändern. Und wenn Sie auf einer anderen Zeitebene dort auch nichts finden, dann müssen Sie den Markt halt mal aussetzen. Aber wie gesagt, das gucken wir uns dann genauer nächstes Mal an. So, also jetzt würde ich sagen, ich habe zwar nicht alle Fragen beantwortet, seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich nicht Ihre Frage beantwortet hatte. Das ist nicht böse gemeint, aber ich muss jetzt nämlich aufhören wegen der Aufzeichnung, die wir gemacht haben, damit Sie natürlich das idealerweise sich nochmal alles anhören können rechtzeitig. Wir greifen vieles aber nochmal auf. Sie dürfen natürlich auch bei den nächsten Webinaren Fragen stellen. Ich gucke, dass ich das ein bisschen einbauen kann. Merken Sie sich sie vor und es wird mit Sicherheit, wenn Sie sich das wünschen, auch mal wieder eine Fragestunde geben. Aber wie Sie merken, den 9. Februar, den 23. Februar, beides Montage, wir werden wieder um 19 Uhr zusammenkommen. Ich hoffe, Sie haben bis dahin eine erfolgreiche Handelszeit, eine gesunde Zeit hoffentlich auch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen, wenn es heißt, es ist 19 Uhr. Bis dahin Ihnen alles Gute.